Ja, ich habe mich natürlich wieder wund gesucht, aber letztendlich war der Eingang nicht da, wo ich ihn erwartet habe, sondern in einem neuen Gebiet. Das hätte ich mir auch gleich denken können, ihr hättet es ja auch sagen können, aber nein, ihr wolltet mich leiden sehen und suchen und ich habe es nicht aufgenommen, also da könnt ihr ja froh drüber sein. Jetzt sollte ich hier durchkommen und ein neues Gebiet erforschen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, denn wie gesagt, ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Das ist total blind. Und ich glaube, mich tritt ein Pferd. Da wartet doch ein alter Bekannter mit einem komischen Köpflein. Oh nein, nicht du schon wieder. Boah, Herren hat gefragt. Klunkemuff-Tappen euch von noch mehr Pflege. Ah, deswegen hat Schläge bekommen. Von uns gibt's auch Schläge. Nein, Klunge gewinnt die fünfmal. Hat nur einen Trank dabei. Ein schlechter Kämpfer wird durch eine Waffe oder einen Trank nicht besser. Aber das muss er erst noch lernen. Oh, er wird riesig. Ja, Klunge wird zerquetschen oder was hieß das? Jetzt denke ich mal immer dieselbe Taktik. Mit Eier abschießen und sonst Kram. Oder ich probiere es mal mit Kazui. Kazui. Dankeschön. Ha, das ging schnell. Das war leicht. Ah, jetzt kommt diese Phase wieder. Ich glaube, da ich nicht durch dieses Schutzschild durchkomme, muss ich einfach warten, bis er wieder hochkommt. Genau. Dann muss ich ihn wieder treffen. Boah, ist schon ewig her, dass ich ihn das erste Mal besiegt habe. Ganz am Anfang des Spiels. Denn dieses Projekt geht ja schon fast ein Jahr. Ich habe mir echt viel Zeit gelassen und immer wieder was Neues angefangen. Aber das Spiel wird hier auch irgendwann mal fertig sein, hoffentlich. Ich glaube, ich habe aber erst mal die Hälfte oder so geschafft. Aber ich werde ja auf keinen Fall... Ah, geschafft. 100% machen. Das traue ich mir dann einfach nicht zu, in einer akzeptablen Zeit zu schaffen. Und ich will keine 200 Parts Benjatui machen. Soll maximal 100 werden. Wir werden ja sehen, ob das klappt. Zur Not werde ich ganz lange Parts machen. Klungo wieder besiegt. Yes. Das kann nicht gut für deine Gesundheit sein. Mach doch Urlaub. Nein, Erin braucht mich hier. Ich will Schläge. Gib mir Schläge. Ich liebe deine Schläge. Gut. Ich habe ein paar verloren, aber genau die kriege ich jetzt wieder. Von wo bin ich jetzt gekommen? Scheiße. Ich glaube, von da, aus dem Wasser. Und hier sind die Zähne, die Torzähne. Also wird es hier wahrscheinlich weitergehen. Mal gespannt, was mich so erwartet. Oh, neue Musik. Ach was. Hexoland Ödland. Es sieht hier auch überhaupt nicht öd aus. Ich hole mir ein paar Eier. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich auf Kazui vorzubewegen. Jetzt brauche ich noch vielleicht die hier. Perfekt. Neuer Teleporter. Den werde ich erstmal aktivieren, bevor ich gucke, ob ich mir hier was abholen kann. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich brauche... Lass mich in Ruhe. Du nicht neuer Gegner. Ich habe 480 Noten, 315 brauche ich. Dann geht es doch, oder? Geh mal bitte auf. Dankeschön, ich wusste es doch. Zeitbombeneier, was zum... Das ultimative Ei, du jetzt kriegst geschenkt. Eine Technikbombe und auch noch... Was zum... Was? Ich hab da schon ein Bombenei. Jetzt krieg ich noch ein Überraschungsei. Das ist dann alles. Weggetreten. Ja, ja. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das waren die falschen. Okay, der lässt mich nicht mal hier ausprobieren. Verschwinden erstmal, da gibt's Noten, da gibt's Noten. So war das. Gut, und jetzt? Und jetzt? Durch Bestätigen des 3D-Schalls steuerst du die... Ich kann sie steuern, geil. Mit B kann ich detonieren, von automatisch detoniert sie nicht. Ich guck mich schon ein bisschen um hier. Ach, ich habe eine gewisse Zeit, sieht man hier oben links. Mal ein bisschen umgucken. Und dann zerstöre ich diesen Typi.
Komm her! Du wirst ein blaues Wunder erleben. Bam! Aber das ist eine sehr zeitaufwendige Bombe. Die sollte man wirklich nur im Notfall benutzen. Lass mich doch scheiß mal in Ruhe. Ich geb dir gleich was auf die Nüsse. Der gibt mir Eier, cool. Wo ist das scheiß Mistvieh? Wo ist meine Honigwabe, die hier war? Ey, schreckt die Krise. Noten. Ich höre einen Shinjo. Pfeifen. Oh ne, das ist doch kein... Einer von den beiden ist fake. So viel ist sicher. Ich hab's geahnt. War zu erwarten. Aber auch nicht wirklich schwer zu erraten. Gut. Gibt's hier noch irgendwas? Ich brauche gescheite Eier. Blaue. Die blauen sind mir doch am liebsten. Und jetzt kann ich den abschießen, wenn ich die richtige Taste finde. Die war's. Ja, ziehen ist immer so eine Sache mit dem 3D-Joystick. Ich glaube, ich mache ihn einfach so fertig. Das kann ich wenigstens. Hoffe ich mal. Komm her. Ich brauche Honigwaben. Edge. Pikachu hat man kein... Oh ne, nicht das. Ich glaube, ich muss irgendwas drücken. Und zwar genau jetzt. Perfekt. So soll das gehen. Hier komme ich nicht hoch. Guck mich zuerst mal ein bisschen um, bevor ich in die Welt reingehe, die man ja hier schon sieht. Das ist die Welt Nummer 5. Die nächste Station. Was gibt's denn hier Schönes? Einen Geheimgang. Und zur nächsten Welt auch schon. Irgendwie wird ja die neue Welt dann erscheinen, keine Ahnung. Vielleicht ein Ei, sieht irgendwie so aus. Stehen sie ja an wie ein Wolkenpfad mit Wolken. Ah, okay, hier ist ein Aufzug zur neuen Welt irgendwie und dann gibt es die Welt da oben. Irgendwo in den Wolken. Nehme ich mal an. Das ist hier nur der Aufzug. Okay, ich bin auf jeden Fall noch zu früh hier. Ich habe die 6. Welt, was sie wahrscheinlich ist hier, noch nicht freigeschaltet. Ich muss erstmal in die 5. gehen. Wow, schon neue Musik. Erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Irgendwas Schönes, Feines, Braves, Leckeres, Supis. Hier geht's noch weiter. Stiefel, die habe ich noch nicht, aber die kriege ich jetzt wahrscheinlich. Mit denen kann ich dann springen. Was gibt's denn hier oben Schönes? Gar nichts. Was soll der Scheiß? Ach, hier geht's hoch, oder was? Ah, da ist irgendwas. Kann ich da nicht? Da ist der Bohrer reingefahren von den Hexen. Und da geht's deswegen weiter, ich verstehe. Den muss ich erfolgen. Ich wollte eigentlich die goldenen, aber scheiß drauf. So, und ich glaube, das war's dann hier soweit. Ich sehe jedenfalls jetzt nicht, was ich hier noch machen könnte. Ich will noch mal kurz gucken, ob ich mehr von als 10 Eier von denen mitnehmen kann. Nee, kann ich nicht. Aber macht ja nichts. Das ist völlig in Ordnung. Oh, hey, nee, nicht du schon wieder. Das gibt's doch nicht. Der ist echt brutal. Der ist fast genauso brutal wie bei Mario Goomba. Ist ja auch mein Hassgegner. Goomba. Aber hier, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, die Leute. Die Gegner. Ich will auf jeden Fall goldene jetzt. So, dankeschön. Gut, bevor ich reingehe, ein schadenfreudiger Schnitt. Bis gleich.